Leute, was geht ab zu einem Video auf diesem Kanal? Heute mache ich ein Hawkeye Folge 1 Recap und ja, starten wir direkt. Noch dazu gesagt, natürlich, hier sind Spoiler, also hier werden Spoiler zu der ersten Folge von Hawkeye kommen. Und ja, jetzt starten wir und da sehen wir, als erstes sehen wir natürlich das Marvel-Intro und dann starten wir in die Folge mit einem Flashback aus 2012, wo Kate Bishop noch jung ist und ihre Eltern sich streiten, weil keine Ahnung warum. Also ihre Mutter und ihr Vater. Dann sehen wir, wie die Chitauri angreifen. Also das ist aus 2012. Und dann ein Riesenloch in das Büro ihres Vaters reinmachen und somit der Vater höchstwahrscheinlich tot ist. Und ihre Mutter dann, ja, halt mit Kate Bishop rausfliegt und dann ein paar Tage oder Wochen oder je nachdem sieht man sie bei der Beerdigung von ihrem Vater, wie Kate Bishop dann sagt, dass sie ihre Familie beschützen will. Ja. Dann haben wir ein kleines Intro. Dann sehen wir, wie Kate Bishop den Glockenturm anschießt und eine Wette mit ihren Freundinnen hat und der Glockenturm dabei kaputt geht. Dann sehen wir, wie Hawkeye und seine Familie in dem Watchers Musical sind und zugucken. Und dann sehen wir nochmal besser, dass Hawkeye ein Hörgerät hat. Warum weiß man noch? Warum? Kommt später, glaube ich, in Folge 2, aber er schaltet es auf jeden Fall aus und es bemerkt seine Tochter und dann geht er sieht er auf Toilette als so einen Fan und er möchte ein Bild. Dann geht er raus aus dem Musical und dann kommt seine Familie auch raus und so weiter. Dann sagt er, dass sie zu dem großen Baum gehen in New York. Und ja, dann sehen wir Kate Bishop, wie sie zu ihrer Mom geht. Und dann so ein, ich weiß gerade den Namen nicht, so ein Mann. Ich, keine Ahnung, wie der heißt. Auf jeden Fall so ein komischer Typ. Sehen wir dann, wie, ja, so gesehen ihre Mutter verführt. Dann sehen wir nochmal Hawkeye mit seiner Familie essen in einem China-Restaurant. Und wie sie Pläne schmieden, was sie an Weihnachten, tun. Ja, dann kommt so ein Kellner und sagt, dass es auf das Haus geht. Und ja, dann sehen wir, wie Kate Bishop mit so einem alten Mann redet. Ich weiß jetzt gerade den Namen wieder nicht. Und auf jeden Fall, es ist so ein ganz komisches Gespräch. Dann kommt noch so ein kleiner Junge dazu und macht da so Anspielung auf seine Mutter dass er halt mysteriös ist. Dann schleicht Kate Bishop sich nach unten unter das so gesehene Restaurant und sieht, wie Schwarzmarktverkäufe stattfinden. Zum Beispiel ein riesengroßer Dino-Schädel, glaube ich. Und das Schwert von Ronan und von Ronan der Anzug, der dann von Kate Bishop geklaut wird, weil sie angegriffen werden, alle. Und dann kommt so die, ich glaube, rote Jacken, keine Ahnung. Ich weiß, rote Jogginghosen-Mafia? Keine Ahnung, wie die heißen. Aber die haben auf jeden Fall haben überfallen. Dann sehen wir, wie Kate Bishop in Ronin-Anzug ganz schön viel Scheiße baut. Zum Beispiel die angreift und auch den Hund Lucky the Pizza Dog mitnimmt nach Hause. Ihn da kurz ablässt. Und ja. Dann sehen wir Hawkeye, wie er in den Nachrichten sieht, dass Ronan zurück ist und sich natürlich auf den Weg macht, Ronan irgendwie zur Strecke zu bringen. Und dann sehen wir, dass der alte Mann aus vorhin gestorben ist durch ein Schwert. Und ja, am Ende ist dann noch so ein Kampf mit Kate Bishop und den roten Menschen da aus diesen Anzügen. Und dann sehen wir, wie Hawkeye auf Kate Bishop zuläuft und sie fragt, wer sie ist. Ja, das war's mit der so gesehenen Folge von Hawkeye.
von Folge 1. Also das ist die Folge. Und ja, war jetzt sehr kurz, weil man da sich, keine Ahnung, was man da so krass analysieren soll. Aber auf jeden Fall, dann sehen wir uns am morgigen Video wieder. Oder, was, da weiß ich noch nicht ganz, da werde ich auf Discord vielleicht laden. Da habe ich schon eine Abstimmung gemacht. Da vielleicht noch eine Sonic-Trailer-Analyse morgen oder Freitag. Da wird auf jeden Fall was kommen. Vielleicht, eventuell. Meine Aufnahme ist abgebrochen und da frage ich mich direkt, wo waren wir stehen geblieben? Genau, ich glaube bei der Abmodi. Dann mache ich dann auf jeden Fall auch vielleicht eine Sonic-Trailer-Analyse, werde ich auf Discord besprechen. Und ja, dann sehen wir uns in der Trailer-Analyse wahrscheinlich wieder. In der Trailer, ja, genau. Und haut rein. Definitiv nicht den. Du musst das definitiv nicht so betonen. Alter! Es gibt Pfeile, die gefährlicher sind als der? Oh.